So, beginnen werden wir unseren Ausflug in den Wald hier am Eisernen Rhein bei Flodrop Station. Also hinter mir ist noch die alte Schienenstrecke zu sehen, aber von hier geht es dann jetzt Richtung ehemaliges Kloster, ob es auch nicht mehr da ist, und zu dem alten Friedhof. Und dann schauen wir mal weiter, ob wir die Ruderteiche noch mitnehmen können. An dieser Stelle ist früher die alte Schmalspurbahn gefahren, die vom Dahlemer Bahnhof das Baumaterial zum Kloster gebracht hat. Noch vor kurzem stand hier ein Zaun, der ist auch nicht mehr weg. Ein kleines Tor war hier eingelassen. Da gehen wir mal hier rauf. So, hier kann man erahnen, welchen Weg die Schmalspurbahn damals genommen haben könnte oder hat. Besser hat. Achtung, wir zoomen einmal ran. Wie man sieht nichts. Noch vor kurzem hat hier das Kloster St. Ludwig gestanden, von dem jetzt nur noch der Turm übergeblieben ist. Nachdem das Kloster St. Ludwig nun abgerissen ist, entsteht hier auf dem Gelände eine welische Kleinstadt, würde ich jetzt fast sagen. Die Meru, also die Maharishi, haben das Gelände damals für sehr wenig Geld gekauft. Und nachdem denn der Kaufvertrag abgeschlossen war, ich sage jetzt mal so, die Tinte auf dem Vertrag war wohl noch nicht ganz trocken. Da hat die niederländische Regierung an das Kloster einen Denkmalwimpel gehangen. Fortan war es also dann nicht mehr abzureißen. Und dahingegen steuerte halt die Maharishi-Vereinigung. Denn die wollten dieses Gelände, wie sie es jetzt auch geschafft haben, für ihre Schulungszwecke oder was auch immer die da so schulen, für sich haben. So, inmitten des Waldgebietes halt, wie man jetzt hier so sehen kann, entsteht hier nun auf dem Klostergelände, auf dem ehemaligen Klostergelände, halt eben diese vedische Siedlung. Entferne ich mich nur ein kleines bisschen von den Maharishi hinter mir und schaue über den Zaun, so finde ich hier den ehemaligen Friedhof des Klosters samt Kapelle. Beides noch sehr gut erhalten und heute in Hand des niederländischen Staates, der sich bereit erklärt hat, die Pflege der Anlage zu übernehmen. Viele Pater aus dem Kloster liegen hier auf diesem kleinen Friedhof mitten im Wald begraben. Wie zum Beispiel Pater Kletus Kohorst oder der Theaterpater. Unter ihm wurden hier sehr viele Theateraufführungen im Kloster einstudiert und geleitet. Immerhin war es nicht nur ein Kloster, was hier gestanden hat, sondern auch gleichzeitig ein Gymnasium. Aber nicht nur Pater liegen hier begraben. Auch viele Kinder, die in den letzten Kriegswochen und Monaten geboren wurden und auch gestorben sind, wurden hier beerdigt.
ebenso zu finden das Grab eines Piloten aus Norwegen. Er wurde am 4. November 1944 hier über Flodrop abgeschossen und liegt nun ebenfalls auf diesem Friedhof begraben. So, entlang unseres Weges durch den Wald kommen wir immer wieder an Zaunanlagen, die die Maharishi vor ungebetenen Besuchern beschützen sollen. Es geht hier also so nach dem Motto, finde den Weg. Also auf den ersten Blick könnte man meinen, das ist hier der Firmensitz der Vereinten Nationen. Kann ich aber widersprechen, ist es nicht, denn hier geht es also scheinbar zumindest ruhig ab und trotz der vielen Nationen und der vielen Leute, die sich hier teilweise treffen und ja, was auch immer die hier machen, habe ich also hier noch nie irgendwie mitbekommen, dass es hier Streit und Krawall gegeben hat. Gut, lenken wir wieder ab von den Meru, von den Maharishi, zu dem, was war, und zwar zum Kloster St. Ludwig, der Ruderweiher der Mönche. Vor langer Zeit angelegt, immer noch da, und der Einfluss unserer meditierenden Freunde lässt sich auch hier scheinbar nicht verleugnen, denn die haben offenbar die Pflege der Anlage hier übernommen. Alle paar Meter lädt eine Bank zum Verweilen ein. Einmal hinhören. Das Schöne an dem Video ist jetzt, ich brauche gar nicht so viel zu erklären. Ein paar einleitende Worte zum Kloster, etwas zu den Maharishi. Aber den Rest machen eigentlich die Bewohner hier selber, oder?
verlassen jetzt wieder das Kloster St. Ludwig bzw. das Areal der Maharishi und bewegen uns weiter in den Wald hinein und schauen mal, was es denn hier noch zu entdecken gibt. So, auch dieses Gebets-Action lassen wir hinter uns und werden uns weiter durch den Wald machen. So, und schon befinden wir uns auch wieder im Gleisbett des Eisernen Rheins, dieser alten Bahntrasse, die von Dahlem-Röttgen aus bis nach Belgien geführt werden soll. Diskussion über Diskussion, also im Moment sieht es so aus, als wenn hier erstmal kein Zug fährt. Ist aktuell aber auch nur eine vage Vermutung.